Links von uns ist der Hubschrauber. Naja, wir gehen zum Flugfeld, gucken, was da abgeht. Da steht einfach ein Flugzeug mittendrin. Im Wald, ne? Ja, warte, chill mal, ich hab noch was anderes gesehen gerade. Ein AN-2DZ in 168 Metern. Warte mal, ich nehme mal meine Binoculars raus. Ich habe ja auch welche. Aber ich sehe nichts. Achso, ja, das ist das Flugzeug anscheinend einmal. Ja, das ist das AN-2DZ. Wir müssen jetzt auf jeden Fall aufpassen, dass hier keiner ist, ne? Ich sehe schon die Hangars. Ja, wir müssen das Flugzeug abchecken. Ja. Weißt du, wie das geht? Ja, einsteigen und dann gieren. Einsteigen und gieren, ne? Okay, ich habe eine Nachricht bei Skype bekommen. Scheiß mal da gerade drauf. Ja. Das ist verdächtig leise geworden. Findest du nicht? Ich bin jetzt genau am Rand vom Wald und da steht das Flugzeug. Ich bin auch schon, ich bin nur noch 108, also ich bin nur noch, wie weit bin ich davon entfernt? 98 Meter vom Flugzeug entfernt. 15 Frames. Wie viel hast du? Ich bin genau am Flugzeug. Ah ja, ich seh dich. Ich hab schon auf dich geschossen. Bist du drin? Ja. Steig vorne ein. Ich geb dir Deckung. Ziemlich zerschossen. Ist egal, check das Gear. Backseat Gear. Nix drin. Ja. Das ist jetzt die Frage, die Hallen sind ja auf der rechten Seite, ne? Dann lass uns mal. Ja, warte, erstmal mit Fernglas abchecken. Ja, nee, ich sehe nichts im Haufen. Ich muss mich an den Baum stellen und zwischen den Baum stellen und dann gucken und stehen. Das wird voll ab, Mann. Feuerwache ist leer. Der Turm zumindest. Ich muss mal kurz meinen Skype-Status auf beschäftigt setzen. Dann kommen sonst die ganze Zeit diese Töne. Bis gleich. Und weiter geht's. Mit einer Folge Flugfeld checken. Wo bist denn du jetzt? Ah, ich hätte dich, glaube ich, oder? Ich bin hier vorne. AN-2, ach, das ist das Flugzeug. Oh. Ich bin hier vorne, Richtung Lagerhalle. Da links von dir bin ich. Da läuft ein Zombie. Wo? Rechts an dem Strommast. Ach da. Ich bin sogar zwei. Das ist sogar ein Ivan. Wollen wir den mal killen, den Ivan? Komm, die Looter. Da kommt der Hubschrauber. Okay. Genau, hinlegen. Und fuck. Legt natürlich genau hier eine Punktbremsung an. Weiter laufen zur Halle. Da ist ein Zaun drum. Nee, das ist kein Zaun, das ist die Straße, das sind die Poller von der Straße. Nee, dahinter. Ach so. Tatsache. Wie kommt man denn da drauf? Zombies aufmerksam geworden. Ivan sogar. Pass auf, wir machen das jetzt so, wir gehen jetzt nach rechts, hinter die Lagerhallen. In den Lagerhallen spawnt sowieso nichts. Ha, Ivan, fick dich doch. Halt deine Fresse. Scheiß Doktor. Hm.
Jetzt direkt wieder nach links. Komm schnell. Jetzt nach rechts. Okay, sieht gut aus. Ich glaube, wir haben ihn abgehängt. Das ist der nächste. So. Rechts, rechts. Ah, Alter. Ich lebe noch, aber... Die laufen so gespackt, Alter. Das fuckt mich so nochmal ab. Boah, Alter, wie groß ist der Berg da im Hintergrund? Der ist ja mal mega groß. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Siehst du den Berg hier links? Oh nein! Bist du ein Stahlträger rein? Ich hatte aus Versehen doppelt Alt gedrückt gehabt. Steht ein Auto. Ja, aber das ist Schrot. Ich bin hier links lang gelaufen, ne? Ja, hab ich schon gesehen. Ich lauf einfach von hinten in die Feuerwache. Was ist denn für ein Scheiß? Ein Flugfeld ohne Tower? Gibt's schon gar nicht. Doch, das hat einen Tower da hinten. Oh ja. Ich lock die Zombies mal von dir weg. Ich bin jetzt in der Feuerwache. Ja, bei mir sind ein Arsch voll Zombies. Ja, okay, zwei. Zwei Zombies hinter mir her. Das ist der Heli, glaube ich, wieder. Geh mal in Deckung. Ich höre noch nichts. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Ah, nichts krasses. Also hier ist eine M16 A2, aber ohne Magazine. Eine Mossberg, also eine M1014 im Endeffekt. Mit Munition und MP5-Magazine, also nichts für uns. Ne, ich brauche nur Stanax. Ich weiß gerade noch nicht mal, welche Anfallwaffe ich habe. Muss ich gleich mal nachgucken. So, weißt du, wo der Tower ist? Bist du schon dahin unterwegs? So ne, ich versuche gerade hier in den Hangars die Zombies loszuwerden. Also ich bin jetzt schon auf dem Weg zu... Ich bin hinten aus der Feuerwache raus und bin auf dem Weg zum Tower. Na gut, ich glaube, ich habe die Zombies jetzt abgehängt. Ich komme jetzt auch Richtung Tower gelaufen. Wo bist du? Bist du durch die Feuerwehr oder was? Nee, ich bin noch hinter den Hangars. Ich komme jetzt gleich hinter den letzten Hangar hervor. An dem Baum. Dauert aber noch ein klein bisschen. Ja, jetzt sehe ich dich. Ja. Ich muss da halt ein bisschen Verstecken spielen. Erstmal checken, was ich für eine Handfeuerwaffe habe. M19. Mit 45er Kaliber. Die knallt auf jeden Fall. Ja, der Berg ist echt riesig, Alter, da links. Aber der Regen geht mir auf den Sack gerade. Boah, ist voll der Weg zu Fuß. Wir brauchen dringend einen Heli, auf jeden Fall. Ja, aber den haben sich anscheinend schon andere geschnappt. Ja, wir müssen einfach überfallen. Nee, irgendwann. Wir müssen eigentlich erstmal ein Haus bauen und dann können wir da auch Sachen... Ja, looten. Aber dafür müssen wir erstmal Bandit werden, oder? Ja. Erstmal gucken.
Trust was killed. Mhm. Bei Yoshi, bei Logitech. Bei Logitech. Boah, hier ist ein Ivan drin, Alter. Wo bist du? Hinter dir. Hier ist ein Ivan drin, Alter. Scheiße. Ah, komm, wir gehen einfach oben rein. Gibt's doch eine Leiter, oder? Normalerweise schon, ja. Ist doch gut, dann geht er jetzt raus und dann, wenn wir gleich raus wollen, ist er weg. Also denkt, wir wären unten. Oh. Bei German Badass. Jetzt gehen jetzt ab, jetzt killen die sich alle gegenseitig. Hier ist 30 Round AK, 2 Bison-Magazine. Was ist das? Oh, PKM-Magazine. Aber brauchen wir nicht. Wäre krass, wenn hier auch wenigstens eine PKM oder so liegen würde, aber nein. Brauchst du die AK-Magazine nicht? Nee, ich glaube, die passen hier nicht drauf. Muss ich mal abchecken. Nee, das ist ja eine SA-58V. Was hast du denn für ein Magazin jetzt dafür? 4 Stück A30. SAV-Munition oder was? Das ist SA-58-Magazine, ja. Ja, okay. Gut, hier, komm mal hier in die Ecke. Warte, hier liegt was? Ah, jetzt ist es verschwunden. Was ist das für ein Rucksack? Ah, so wegen kleiner. Mir ist das jetzt bestimmt wieder so ein Bug. Ja. Das ist aber so ein kleiner grauer Rucksack. The West Pouch. Hier ist. Alter, hier ist ein Hubschrauber! Direkt erstmal das Gear checken. Alter, da ist was voller Stuff drin. Direkt damit wegfliegen. Ist leer, kein Tank und ist auch rot. Aber den Stuff können wir gebrauchen. Mini-Uzi. Silence. Ja, die habe ich fast aufgenommen gerade. UPS-Magazin? Ja, okay, das können wir aber alles nicht gebrauchen. Mehr ist auch nicht drin, ne? Nee. Aber wenn wir den vollgetankt haben, können wir mit dem Ding fliegen. Und wir haben keine. Scheiße. Ja, ne, der ist eigentlich komplett destroyed, aber. Ja, aber der lässt sich noch fliegen. Aber mein Joystick ist auch nicht angeschlossen. Dann müsstest du halt fliegen, aber. Ich habe keine Ahnung. Ob wir hier irgendwo Benzin herkriegen. Ich muss mal gerade einen Schluck trinken. Okay, die Frontscheiben sind noch im Arsch. Pass auf, Zombie, beweg dich! Achso, ja, wir sind ja. Ah, Safe Zone, habe ich voll vergessen. Stimmt ja. Gute alte Safe Zone. Da hinten Mini. Achso. Boah, ich Idiot. Ich dachte, da steht jemand, aber es war einfach nur Take Mini Uzi, weißt du? Ich dachte, da steht jemand so, hä? Wer ist ein Mini Uzi? Ja. Also, wir sind jetzt da. Wollen wir nach Belgrad nach Moru? Moment. Oder wir laufen nach Krasnov-Mensk, oder wie das heißt. Krasnov Mission, die Dings da bums. Haben wir auch. Ja, das sieht ziemlich groß aus da, ne? Ich guck mal kurz auf die Ja, da war ich auch neulich in meinem. Oh, da gibt's voll viele Reihenhäuser, da gibt's auch nochmal viel Loot. Können wir machen. Wir laufen zuerst dahin und dann an der Küste entlang Richtung. Alter, wir müssen erstmal diese Zombies hier loswerden. Ja, ich guck mal, wie viel Munition ich für meine Handball davon hab. Ich würde sagen, guck mal, pass mal auf. Nee, wir knallen hier nicht ab. Guck mal, du siehst doch da vorne die Tannen mit den zwischen den Steinen, ne? Ja. Da rennen wir einfach durch und dann bis in die Wälder und dann nach rechts einfach straight. Und wenn wir dann immer noch einen an uns dranhängen haben, können wir den immer noch erschießen, okay? Ja. Okay, auf geht's.